ich würde nur sagen, dann können wir ja jetzt durch die Tür. Und wir speichern mal. Voll gut. Hui. Hier ist jetzt überall Licht. Da ist er, der Köter, siehst du? Wo? Da, schleicht er rum. Oh. Wir brauchen wieder eine Zahlenkombination. Cool. Hau das Ding mal. Das? Ja. Einfach so. Trag's neben die Zahlenkombinationsdingbums und dann mach's. Dann tu es. Okay. Ja. Ah. Das hat nichts gebracht. Och. Es ist explosionssicher. Also hier sind wir jetzt übrigens wieder blind. Also wir haben nur den Generator angeworfen und dann war alles fertig. Ja, jetzt müssen wir wieder so einen Zettel finden mit einer Botschaft. Ja. Haben wir denn schon alle Türen begutachtet hier? Nee, die geradeaus nicht. Mit dem Funkraum. Ein Funkraum. Ach, hier waren wir aber auch schon mal drin. Diese Radiosatzteile sehen noch nicht so alt aus, als ob sie erst vor kurzem hingelegt wurden. Dieses Geräusch verursacht eine Gänsehaut bei mir. Ich muss mich zusammenreißen. Das mach's aus. Funkgerät. Funkgerät. Dieses Piepen kommt aus einem Lautsprecher. Vielleicht ist doch noch jemand dort draußen. 12. Januar 72. Jungs, ich würde mir persönlich zu euch runtersteigen, habe aber momentan wichtigere Dinge zu tun, als ständig zu kontrollieren, ob ihr eure Arbeit auch richtig macht. Klar, ihr haltet dort unten zusammen wie Brüder, spielt euch gegenseitig kindische Streiche und habt euren Spaß. Solange ihr euch auf eure Kosten amüsiert, kein Problem. Wenn ihr jedoch mich mit euren Späßen in eure Späße einbeziehen solltet, dann könnt ihr verdammt schnell ein Problem bekommen. Ich weiß, es ist verdammt schwer, sich dort unten bei Laune zu halten. Trotzdem, ihr wisst doch, dass Penrose bereits genug Komplexe aufgrund seiner Körpergröße hat. Seinen Generator zu sabotieren und alle Ersatzsicherungen im höchsten Fach des Regals zu verstecken, war eine fiese Sache. Das ist euch doch allen klar, oder? Weiter im Text. Jones, ich will, dass du dich an die Inventur machst. Und zwar fix. Und dem Rest von euch sage ich, reißt euch zusammen und macht eure Arbeit. Ach ja, noch etwas. Mir kam zu Ohren, dass ein weiteres Funkgerät verschwunden sein soll. Weitere Diebstähle werde ich nicht tolerieren. Das ist mittlerweile kein Kavaliersdelikt mehr. Und wie immer will es niemand gewesen sein. Ihr solltet doch eigentlich immer mit einem Partner zusammen dort unten arbeiten. Wie kann dann ein Funkgerät verschwinden, ohne dass es jemandem auffällt? Wenn ich den Langfinger erwische, dann fliegt er im hohen Bogen raus in den Schnee. Soll er doch sehen, wie er dort draußen zurechtkommt. Harvard Minenvorarbeiter. Ja. Ist der Code für das Zahlenkombinationsschloss vielleicht, was da piept? Das wäre aber... Das wäre aber schwierig, ne? Machte das denn Geräusche? Wie das Tastenfeld? Das wäre 5. 3. 3. 2. Was? 5? 5. 3. Nochmal 3. 2. Kannst du mal versuchen. Ich hab's mir jetzt nicht gemerkt. Was war's? Ich weiß es nicht mehr. Ach Björn, dann merkst du doch mal.
5332, glaube ich. Also 5332. Vielleicht. Werden wir ja sehen. Schwer zu deuten. Ich glaube auch nicht, dass es damit was zu tun hat. Tja, aber was soll es sonst sein, ne? Wir haben ja hier nichts. Hallo? Hallo? Oh. Kannst du mich hören? Hoffentlich funktionieren deine Ohren besser als deine Zunge, sodass du meine Worte hören kannst. Du hast das Licht am Anfang, in der Mitte und am Ende des Tunnels eingeschaltet, aber einiges bleibt dennoch im Dunkeln. Meine Morse-Nachricht hat dir hoffentlich weitergeholfen. Was du jetzt brauchst, ist jenseits des Lochs in der Mauer rechts vom Zaun. Geh jetzt, für Erklärung ist keine Zeit. Zeit gehört genau genommen zu den wenigen Dingen, die es hier unten im Überfluss gibt. Aber Überraschungen sollte man sich nicht durch übermäßige Neugier verderben. Er hat Morsezeichen gegeben, ne? Aber die Sachen sagen uns ja nichts. Ja, tipp mal ein jetzt da. Ja, aber er meinte doch, wir brauchen... falsch. Er meinte doch, wir müssen irgendein Loch im Zaun oder so. Was hat er sich denn jetzt aufgeschrieben? Hinter dem Zaun zu meiner Rechten sollte eine Öffnung oder ein Tunnel sein. Zaun zu meiner Rechten? Wo? Oder? Keine Ahnung. Das ist sehr präzise beschrieben. Dann meint ihr auch nicht hier das Tor, oder? In einer der Notizen ist auch kein Hinweis, ne, wie man die Zeichen deutet. Vielleicht hier? Nee. Kommunikationsgerät. Mehr steht da ja nicht. Klopft's. Ah! Aha! Okay, alles klar. Gut. Gut, gut. Also, Morsezeichen. Kurz und lang gibt's bei Morse, ja, ne? Ja, dann geh doch jetzt hin und dann können wir das auch machen. Aha. Aha, 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 aha. Voll gut. Wir haben fünfmal kurz am Anfang. Ups. Okay. Was ist denn fünfmal kurz am Anfang? 1, 2, 3, 4, ist die 5. 5 mal kurz? Ist die 5. Schreib auf, 5. Ja. Ja. 5 mal kurz ist 5. 2 mal lang? Das ist die 7. So. So, 5. 7. 5 7 3 3 8 Ja. Okay, wenn du sagst. Ja, ist doch klar, steht doch da. Ja, ich war jetzt aber nicht so schnell, um das zu finden, welche Zahl das ist und so. Da wollen wir doch mal gucken, ob das stimmt. Jo, jetzt aber nicht aufmachen. Wieso nicht? Weil der Hund da vor dem Tor steht. Geht er denn weg? Weiß ich nicht, mach mal die Lampe aus. Und dann stell dich an die Wand und mach's auf. Ja, so. 5, 7, 3, 8. Angst. Er hat dich gesehen, er hat dich gesehen! Ja, nein! Och Mann, diese Dinger, ne? Die sind einfach so.
zerstören den ganzen Spaß. Und er frisst uns. Die sind so albern. Geh da oben hin. So ist das gedacht, er kommt hier hin. Deswegen hat er uns gesehen. Okay. Jetzt wird's knifflig. Vielleicht müssen wir ihn in die Luft jagen. Das wäre was, ne? Er sieht uns ja nicht hier oben, oder? Nein. Er kann seinen Kopf nicht bewegen nach oben. Okay. Komm da die Treppe hoch. Nein. Komm nicht die Treppe hoch. Ja, spring da runter und durchs Tor. Okay. Aber ich kann das Tor leider nicht wieder zumachen. Komm auf Plan. Holla, dieser Ort ist größer als ich dachte. Bla, okay. Den Vorort unten haben wir schon. Dann haben wir links zwei Räume, oben einen Raum und rechts noch einen Bereich. Also links und rechts ist eine Tür. Müssen wir mal gucken, wo wir durchkommen. Wow, Köter. Ja, der Schild jetzt auch da hinten. Ja, gut. Okay, hier kommen wir durch. Ja. Ach, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Wir müssen eine kleine Abbrucharbeit durchführen, damit wir uns eines Tages begegnen können. Wir brauchen ein großes, erdfressendes, metallenes Ungeheuer und dieses Ungeheuer dürstet es nach dem Saft jenes Ortes, an dem Dinge gelagert werden. Hä? Du kannst mich übrigens Red nennen. Das ist zwar nicht mein richtiger Name, aber ein Name ist ja wie ein Kleidungsstück. Wird er vom Richtigen getragen, passt er. Er hat mich gesehen, aber irgendwie hat er mich nicht angegriffen. Also wir brauchen Benzin für irgendeine Maschine. Für so ein Metallbohrgerät. Aber da ist der scheiß Hund. Hund Nummer 3. Ich möchte ihn in die Luft jagen. Das ist nicht so einfach. Tja, aber wir können ihn vielleicht hier einsperren. Dann wüsste ich auch nicht, wie das gehen soll. Mit Dörrfleisch. Vielleicht. Wie kann man das denn... Kann man das essen? Nee, man kann es in die Hand nehmen. Das ist bestimmt dafür gedacht. Ja, ja, ja. Werf das doch nicht vor deine Füße. Nimm es wieder mit. Meins! Da ist das! Willst du nicht über das Fleisch essen? Das Fleisch ist viel leckerer. Fuck. Wenn man den nicht hauen kann, ne? Ja, nochmal, ne? Ach, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Wir müssen eine kleine Abbrucharbeit durchführen, damit wir uns eines Tages begegnen können. Wir brauchen ein großes, erdfressendes, metallenes Ungeheuer und dieses Ungeheuer dürstet es nach dem Saft jenes Ortes, an dem Dinge gelagert werden. Und der geht da rein. Du kannst mich übrigens Red nennen. Das ist zwar nicht mein richtiger Name, aber ein Name ist ja wie ein Kleidungsstück. Wird er vom Richtigen getragen, passt er. Alter, wir haben es geschafft. Ja, er kommt aber einfach wieder raus gleich, oder? Probieren wir es aus. Sonst springen wir in die Luft. Am besten jetzt die Tür aufmachen, anzünden und rein damit. Das geht nicht so. Wie soll ich das machen? Ja, Tür auf. Aber jetzt ist er fertig mit Fressen. Du warst zu langsam.
Bleib da drin, du Arsch! Kann mich durch die Tür beißen. Scheiße. Hilfe! Da ist er draußen. Ich hole ihn mal weiter auf. Tja, schade. Nochmal probieren. Gut, dass wir eben wieder anfangen direkt. Er hat immer noch Hunger.